Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge vom Fernbus Simulator mit mir als eurem Busfahrer. Ich habe heute wieder meinen Merch an, könnt ihr rechts in meinem Shop vorbeischauen. Ich werde heute den Fernbus Simulator spielen aus dem folgenden Grund, denn es kommt am 1. Oktober ein neues DLC raus, und zwar ein neuer Bus, der MAN Lines Intercity. Das ist quasi ein Überlandbus, eine Art Stadtbus fast schon. Ja, wir gucken uns den auf jeden Fall gleich an. Diesen Bus bin ich auch schon mal gefahren vor längerer Zeit. Da war ich nicht bei TML Studios zu Gast. Könnt ihr mal rechts in meinem eBay dem Video vorbeischauen. War mega, mega interessant und mega, mega cool, mal in so ein Studio reinzugucken. Und da habe ich den schon mal angetestet und das werden wir jetzt heute nochmal machen, denn das ist jetzt quasi schon die Vollversion von dem Bus. Den Bus gibt es ab 1. Oktober dann für alle zu haben. Der kostet ungefähr um die 10 Euro. Ihr könnt den natürlich aber auch gewinnen. Einfach mal rechts oben bei diesem Video hier vorbeischauen, da gibt es ein kleines Gewinnspiel. Das hört ihr euch einfach mal an und dann könnt ihr da teilnehmen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und dann bekommt ihr eventuell sogar diesen neuen Bus schon mit in euer Spiel rein. Wird auf jeden Fall cool. Wir starten rein und fahren ein bisschen mit diesem Überlandbus. Vielleicht durch das neue, andere kostenfreie DLC. Mal gucken. Mal schauen. So Leute, ihr konntet ihn jetzt die ganze Zeit im Hintergrund beobachten. Jetzt schauen wir uns den ganzen Bus mal näher an. Es gibt drei Varianten davon. Die variieren nur ein bisschen in der Länge. Wir haben jetzt die kleinste genommen, denn ich weiß nicht, was mich erwartet. Wir fahren nämlich das auch neue Steinhude DLC oder so ähnlich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber es müsste Steinhude sein. Und das letzte Mal, wo es ein neues DLC gab, kostenlos, wo es eine Map-Erweiterung quasi kostenlos gab, da habe ich so einen ganz, ganz langen neuen VDL Futura genommen, den ganz, ganz langen, und bin dann da nicht hochgekommen, weil das ultra eng ist dort, und naja, ist egal. Auf jeden Fall schauen wir uns jetzt den Bus ein bisschen von Namen an, und natürlich ein mega, mega Dankeschön, dass ich den Bus hier schon zur Verfügung gestellt bekommen habe. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne mal rechts um meinem i vorbeischauen bei TML Studios, da verpasst ihr dann auf jeden Fall keine neuen News zu Tourist Bus, Fernbus oder auch bald The Bus. Euro 6 natürlich am Start. So, ich kann das jetzt nicht genau vergleichen mit der Version, wo ich eben in Erfurt bei TML Studios war, aber es ist halt ähnlich, ne? Also da hat der liebe Jill schon ein bisschen drüber gesprochen. Von daher könnt ihr, wie gesagt, da einfach mal vorbeischauen. Es ist halt jetzt mehr ein Stadtbus, ne? Also es ähnelt dem Stadtbus hier mit den ganzen Aufklebern und diesen, jenem. Hier kann man die Sitze umklappen. Das hatten wir früher in unserem Schulbus. Da war immer Chaos und dann haben die natürlich auch die Sitze hier umgeklappt. Und hier, wenn man dann rausgeht, kann man auch, glaube ich, soweit ich das weiß, dann hier für Rollstuhlfahrer oder mit Kinderwagen oder irgendwem oder irgendwas da dieses Brett ausfahren. Und auch hier im Innenraum sieht es natürlich sehr, ja, nach Stadtbus aus, würde ich einfach mal sagen. Oh, hier ist die Klima, das ist auch interessant, kann man sich erstmal verbiegen. Ja, ansonsten würde ich sagen, fahren wir einfach mal los. Der Bus beschleunigt extrem schnell, soweit ich das weiß, und ja, aber dafür schafft er dann hinten raus nicht mehr ganz so viel. Mal gucken, wir schauen uns das einfach mal an und fahren jetzt hier von Hannover nach Steinhude. Also, was ich damit sagen will, dieses Stadtbusartige finde ich cool, ist gut gelungen und macht mir extrem viel Spaß. Das wird bestimmt richtig, richtig cool werden. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der sich so verhält. Man hat jetzt gerade schon gesehen, dass ich eine Kurve geschnitten habe. Wie schnell er denn tatsächlich in der Beschleunigung ist, Alter. Wie mich ausbremst, ist was ein Spaß. Ich habe mir natürlich jetzt auch so eine Strecke rausgesucht, wo wir nicht so mega viel Autobahn fahren, sondern schon ein bisschen mehr über Land. Aber an sich kann man jetzt hier nicht nur über Land beziehungsweise oder Stadt oder so kann man jetzt hier nicht fahren. Über Land geht schon, also gibt schon ein paar Strecken. Zum Beispiel Nürnberg-Erfurt, das wäre so eine interessante Sache gewesen. Aber ich will jetzt nicht immer in der Gegend von Nürnberg fahren, deswegen habe ich gesagt, komm, probieren wir dieses neue Steinhude-Dingens aus. Und das werden wir, wie gesagt, jetzt machen. So, wir machen die Türen auf.
und holen unsere Gäste rein. So, wieder keiner falsch, das finde ich auch gut. Gepäckluken habe ich mir noch auf keinen Hotkey gelegt, aber ist ja auch egal. Wir steigen ein in unseren Intercity Express und damit geht es jetzt los in die neue Gegend. Mal gucken, was mich da erwartet und mal gucken, was mich jetzt erwartet. Natürlich, Stadtbusse drängen sich immer vor, deswegen machen wir das jetzt auch. Ja, hat auch Bock. Jupe ist auch klasse. Schön nervig, das finde ich gut. Das wäre vielleicht noch so ein Ding, was man anmerken könnte. Also falls das jemand von Team L Studios gerade sieht, die Hupen. Also ich glaube nicht, dass so ein Bus so hupt. Sag ich dir ganz ehrlich. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube es nicht. So, das finde ich immer ganz cool. Dann kann ich immer gucken, dass ich im schönen Abend drauf war. Das ist Pflicht. Und da müssen wir jetzt hier gucken, dass wir mal gut rumkommen. Bisher habe ich nämlich immer den Bordstein angehauen. Das ist nicht so cool. Aber diesmal hat es geklappt. Ey, hier ist Kerwa. Kirchweih, Kirmes, wie auch immer ihr dazu sagen wollt. Ja, wenn ihr nicht fahrt, ne. Busse haben immer noch Vorrang, bin ich immer noch der Meinung. Fahren wir einfach vor. Boah, ich bin so lange nicht mehr Riesenrad gefahren. Keine Ahnung. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr in letzter Zeit Riesenrad gefahren seid? Aber ich glaube, ich bin schon aus dem Alter. Wobei, also, man kann jetzt nicht so aus dem... Ich weiß nicht, es fahren ja auch andere Leute mit dem Riesenrad. Aber das ist so eine Sache, das macht man einfach nicht mehr. Ist nicht mehr up to date. Leute, wir gehen auf die Cameras. Wir gehen los. Ciao. Brauchst du nicht hupen. Ist egal. Ich gehe einfach. Kann ich rüber, hallo? Ich will doch nur Riesenrad fahren. Und dann fahren wir jetzt ein Stückchen Autobahn. Und dann geht's hier in das neue Gebiet rein. Da bin ich schon echt gespannt drauf. Das ist interessant. Oh, da hinten fährt der Mähdrescher lang. Oh Gott, jetzt kommt der Trottel hier. Ja, er fährt einfach rüber. Alter. Was ein Spaß. Digga! What the fuck passiert in der heutigen Folge? Was ist das denn? Digga, ey. Also die KI, die macht einen schon ein bisschen fertig. Guck mal, die fahren einfach von links. Hä? Wir haben Grün, die kommen einfach trotzdem. Richtig nice. Alter, was ist das? Da müssen wir jetzt einfach mal fahren. Oh, leck, Alter. So, Leute, ich glaube, jetzt sind wir in diesem neuen Gebiet. Das ist, glaube ich, jetzt neu dazugekommen. Und das hört sich ländlicher an. Man hört schon die Kühe. Und sieht nach einem Elterndorf aus, eine Kirche hier. Ja, man hört viele Kühe, aber sehen tut man sie nicht. Die Häuser vom Stil her. Junge, wo sind denn die Kühe? Aber die Häuser vom Stil her echt cool nachgebaut. Ja, sieht extrem nice aus. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt irgendwie so eine Hintergrundgeschichte hat, dieses Dorf. Kenne ich mich leider nicht so aus. Aber wie gesagt, sieht auf jeden Fall nach halt einem älteren Dorf aus. Ländlichen älteren Dorf. Und deswegen sind wir jetzt hier auch schön auf der Landstraße, auf der Bundesstraße mit dem passenden Bus. Und beschleunigen hoffentlich jetzt mal auf 100. Ne, wir sind jetzt schon in Steinhude. Wir sind schon da, Leute. Was ist da denn los? Wir sind schon da. Angekommen. Ja, wie gesagt, also das ist wahrscheinlich so ein bisschen verbunden auch mit dem Mähdrescher gerade da vorhin. Vor der Autobahn. Dass sie jetzt einfach hier auch ländlichere Gegenden
abbilden, ländlichere Dörfer einfach abbilden. Hier ist wahrscheinlich jetzt ein Gasthaus gewesen, dann sind hier so ältere Häuser, man hört die Kühe und ja, ist einfach ein bisschen ländlicher, Dörfer und dies und jenes und wer weiß Bescheid, ne? Und das in Verbindung mit diesem neuen Bus macht halt extrem viel Spaß und das ist wahrscheinlich der ganze Sinn und Zweck hinter der Sache gewesen, das eben in so eine Richtung ein bisschen zu erweitern und auszubauen. Und das ist ihnen extrem gut gelungen, muss ich sagen. Also die Dörfer gefallen mir schon mal. Leider geht's halt hier nicht weiter. Das war's jetzt dann im Endeffekt schon von dieser ländlichen Gegend. Ich weiß nicht, ob es noch andere Ecken gibt oder noch geben wird. Aber das waren halt jetzt zwei Dörfer und mehr kommt hier nicht, glaube ich. Ja, aber ist auf jeden Fall, sieht das cool aus. Also da kann man nichts gegen sagen. Sieht extrem cool aus. Mit dem neuen Bus hier ist das extrem cool gemacht. Das bockt auf jeden Fall. Oh, das ist auf jeden Fall ein bisschen eng. Aber haben wir geschafft. Und jetzt können wir hier mit dieser krassen Bordsteinspiegel-Dingens können wir hier... Wir sind zu früh. Schön ranfahren. Ja, wir sind zu früh. Dann haben wir hier erfolgreich die erste Testfahrt mit dem neuen Bus abgeschlossen in der ländlichen Gegend. Warst du mal wieder zu stark oder was? Was ist das denn? Das kommt schon auf die Rechnung mit drauf. Am Ende werde ich hier noch dafür beschuldigt. Wie gesagt, danke an Team L Studios, ihr seid die Besten. Und schaut auf jeden Fall bei denen vorbei, wie gesagt. Und ansonsten beim Gewinnspiel teilnehmen, den Merch kaufen, ihr wisst Bescheid, was ihr zu tun habt. Und dann würde ich sagen, lasst einen Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao, ciao.